Groudon, erwache und kehre in deiner ursprünglichen Form zurück. Es ist nicht nur Groudon, es ist fucking Proto-Groudon. Ihr geilen Ficker zur Pokémon Unbound Nuzlocke Challenge. Wir haben in der letzten Folge unseren Vater gefunden. What? Und das war der Rainer, leider. Vega ist böse. What? Wir haben sehr, sehr viele Dinge erfahren in der letzten Folge und Vega aber mit Marlon gemeinsam besiegt. Allerdings ist er geflohen und wird sich hier irgendwo noch rumtreiben. Außerdem habe ich diesen Shadow-Krieger hier gefunden. Hier lagen einfach die Tarnsteine unter dem Steinrätsel, die ich jetzt mir richtig schön gesnackt habe. Und was mit dem hier ist, gucken wir mal. Es scheint sich um die Überreste eines ehemaligen Shadow-Kriegers zu handeln. Den Umhang abnehmen und ihn zur Ruhe betten. Der Umhang wurde abgenommen. Die Überreste zerfielen und seine Seele wurde zur Ruhe gelegt. Damn. Okay, Vega ist nach unten gerannt. Und ich weiß nicht, ob wir nochmal gegen Vega kämpfen müssen. Weil das Ding ist, normalerweise fliehen die da. Also, ne? Die verschwinden dann immer oder whatever. Aber Vega hat Marlon mitgenommen. Deswegen... Boah, ich weiß nicht, ob es das schon war. Falls nicht, werde ich vorsichtshalber mal Arcani nach vorne schicken, denn nochmal mit seinem Mega-Absol will ich nicht unbedingt Bekanntschaft machen. Zumindest können wir mit Arcani schon mal jedes seiner Pokémon bedrohen und dann jederzeit rauswechseln zu Rivan, wenn wir wollen. Okay, hier geht's weiter. Um von da mal gucken. Also ich gehe stark davon aus, dass hier noch irgendwas... Okay, hier ist er. Na gut. Hat sich dann wohl erledigt. Es gibt keinen Ausweg für dich, Vega. Und jetzt sag mir, wo hast du die Shadow-Krieger versteckt? Du denkst, du hast mich in die Ecke getrieben, was, Marlon? Ganz im Gegenteil. Du bist es, der schon bald in der Klemme sitzen wird. Was soll das heißen, Vega? Ich bin sicher, du weißt von dem Vorfall, der hier stattgefunden hat, ja? Natürlich. Worauf willst du hinaus? Oh nein. Ich habe eine sehr schreckliche Vermutung, Leute. Das Monster, das aus der Lava aufgetaucht ist, die Narren, die das Pech hatten, vor Ort gewesen zu sein, haben mit allen Mitteln gekämpft, um es zu unterwerfen. Jetzt schläft es nur noch, da es von der schieren Anzahl überwältigt wurde. Aber angenommen, man hätte die Mittel, es wieder zu erwecken und zu kontrollieren. Nein, du planst doch nicht etwa. Oh doch, Marlon. Faye hat mir vom... Aklove ein bestimmtes Artefakt übergeben, das in der Lage ist, das Monster zu kontrollieren, das unter dem Magma schlummert. Und jetzt. Groudon, reagiere auf meinen roten Edelstein. Erwache und kehre in deiner ursprünglichen Form zurück. Es ist nicht nur Groudon, es ist fucking Proto-Groudon. Oh mein Gott. Was nun, Marlon? Du kannst mich nicht länger hier festhalten. Die Höhle wird bald einstürzen und wir werden beide hier gefangen sein. Unter den Trümmern begraben wirst du die Shadow-Krieger nie finden. Es ist ganz einfach. Wenn das passiert, werde ich Radikator einsetzen, um mir einen Weg nach draußen zu graben. Selbst wenn du gefangen bleibst, Vega, kenne ich Faye. Es gibt nur wenige Orte im Boreas, die sie als sicher genug ansehen würde, um die Shadow-Krieger zu lagern. Sobald ich mich... mit Seth in Frostheim getroffen habe, werden wir jeden möglichen Ort absuchen, bis wir sie gefunden haben. Ich habe mir schon gedacht, dass du weiterhin stur sein würdest, Marlon. Groudon, die Erde zittert bei jedem deiner Schritte. Jetzt unterwirf sie. Kannst du dich nicht auf den Beinen halten, was, Marlon? Dann ist das wohl mein Stichwort, um zu verschwinden, du Drecksau! Verflucht, er ist entkommen. Sefi!
Du musst es Groudon. Ja, genau, ich muss wieder, oder was? Du musst Groudons Wutanfall stoppen. Wenn nicht, wird die Höhle einstürzen und wir werden beide hier gefangen sein. Oh, Sefi, alles in Ordnung? Nein, wir wurden getrennt. Moment mal, diese Pokébälle an meiner Seite. Das sind doch die Pokémon von Sefi? Sie müssen runtergefallen sein, als Groudon diese Attacke eingesetzt hat. Was jetzt? Meine eigenen Pokémon sind zu schwer verletzt, um es mit diesem Ding aufzunehmen. Warte, Sefi. Lass mich deine Pokébälle benutzen? Ich werde die Attacken deiner Pokémon auswählen. Du musst mir nur sagen, ob du kämpfen oder das Pokémon wechseln willst. What? Wir haben den Kampf gegen Proto-Groudon komplett random und ich kann nicht mal meine eigenen Attacken einsetzen? Oh mein Gott. Groudon wird mich wegerdbeben. Endland. Perfekt. Damit können wir nicht mal mehr Wasserattacken einsetzen. Bro, was? Was ist das für ein Kampf? Marlon kämpft jetzt mit unseren Pokémon, weil seine zu verletzt sind. Gegen Proto-Groudon. Proto-Groudon fickt mein ganzes Team. Sunrider wird von Erdbeben gekillt, genauso wie Pharao und Darth Revan. Und Dirty Sanchez. Kitsune und Berle werden von der Feuerattacke vernichtet. Okay, wir sind gerade komplett blind random in einen random Proto-Groudon-Fight reingelaufen und ich kann nicht mal meine Moves wählen. Na gut, aber ich kann wählen, zu wem er wechselt. Und das müssen wir ausnutzen. Ich würde aber bereits im Vorhinein sagen, dass dieser Kampf von Nuzlocke-Regeln ausgeschlossen wird, da wir nicht selber kämpfen können. Und wenn jemand hier Knockout geht, dann ist es ja wohl Marlon und nicht wir. Das wäre für einen Nuzlocke ein absolutes RNG-Fest, weil, naja, ich kann halt nicht beeinflussen, wie gut Marlon kämpft. Right? So, okay, das hat sehr gut geklappt. Jetzt ist Groudon auf minus 2. Das können wir aber nur noch einmal machen, ne? Okay, wenn ich wechsle, kriegt Berle... Aber Berle wird halt outspeeded, sowieso. Okay. Ja, also ich kann den Kampf nicht auf die normale Art und Weise kämpfen. Und auch nicht gewinnen. Das heißt, ich muss sehr komische Strategien jetzt fahren. Ja, die beiden sind gar keine Hilfe mehr. Geht auf die Antikraft. Okay. Don't give him an Omni-Boost. Fuck you, Alter. Ja, ich glaube, das war's dann. Groudon hat gerade einen Spätz-Attack-Boost bekommen. Und wir können tatsächlich die Moves nicht wählen, ne? Bruh. Wir können tatsächlich seine Moves nicht wählen. Absolut insane. Ja, gut, also ich bin ehrlich mit euch, jetzt wo Groudon auf plus 1 ist, werden Kiara Kitsune und Dingens sowieso keinen Feuermove mehr tanken. Geht auf Turbo-Tempo. Bruh, okay. Und ja, Groudon hat jetzt plus 1 Death, ne? War halt wieder super typisch, dass er jetzt den Omni-Boost kriegt. Na gut, Revan, du bist dran. Er geht nicht auf Erden. Wow, okay. Ja, auf plus 1, Digga, auf plus 1 wiped er einfach unser Team. Auf plus 1 wiped er unser komplettes Team.
Pharao ist der Einzige, der jetzt hier noch was machen kann. Er geht sogar auf Flammensturm. Bra. Genau, Digga, genau. Und dann noch der Burn. Mhm. Erstmal den Omni-Boost und dann noch den Burn. Perfekt. Einfach perfekt. Das hier, das schmeckt. Na gut. Sanchez kann keine Wasserattacke einsetzen. Das Erdbeben werden wir überleben, weil er ist jetzt auf minus 3. Leider nur. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, nee. Also so oder so. Durch diesen Omni-Boost hat er zwei unserer Pokémon einfach gewone-shottet. Er outspeedet auch mittlerweile alles. Und er hat Death-Buffs bekommen. Ja. Marlon verliert an dieser Stelle einfach direkt. Und er outspeedet sogar Vulnona mit dem Omni-Boost. Lul! Na gut, Freunde. Das war Marlon. Ich schieb die Schuld jetzt komplett auf Marlon. Ist mir egal. Wir nehmen diesen Kampf aus den Nuzlocke-Regeln raus. Der macht sonst nämlich gar keinen Sinn. Jetzt, wo er nicht mehr blind ist, werde ich versuchen, mir ein Team zusammenzustellen, womit ich Groudon mit Nuzlocke-Regeln schlagen kann. Ob es gelingen wird? Tja, das werden wir sehen, Freunde. So, Freunde, ich habe jetzt mich ein wenig vorbereitet auf diesen Kampf und mir eine Strategie ausgedacht. Jetzt wird es interessant, denn ab jetzt gelten die Nuzlocke-Regeln wieder. Habe ich mich einfach mal so entschieden, trotzdem dieser Kampf absolutes RNG beinhaltet, aber es ist eine Challenge. Ich habe mein Team umstrukturiert. Ich habe einige Pokémon mitgenommen, von denen zwei, by the way, noch Namen brauchen, sehe ich gerade. God damn! Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Gengar sein wollt, und schreibt in die Kommentare, wenn ihr Echner toll sein wollt. So, wir haben auf jeden Fall Shadow, Gengar, Quacker, Echnatol und Sanchez dabei. Jetzt wird's super interessant, denn ob die Strategie aufgeht, die ich mir überlegt habe, stellt sich jetzt raus. Da kommt das Erdbeben. Wir immunisieren das Erdbeben mit Gengars Schwebefähigkeit und wechseln gleich wieder zurück zu Sunrider, um allfällige Feuerattacken abzufangen. So, boah, das hat mehr Schaden gemacht als erhofft. Das war mal wieder ein allergejutster Max-Roll, Digga. Denn ich weiß, dass ich eigentlich drei von denen, also zwei, drei von denen überleben kann mit Überresten. Aber, ja, das sah wieder mal nicht so aus, ne? So, gehen wir da zu Gengar. Machen den gleichen Trick nochmal. So, jetzt geht er für den Flammensturm. Und wir wechseln wieder. Nun ist Groudon auf minus 3 und ist um einiges einfacher zu bändigen. Wobei sein Flammensturm natürlich immer noch geisteskrank stark ist. So, jetzt hoffe ich, dass er nicht auf die Antikraft rückt. Aber ich glaube, er braucht einen Flammensturm. Antikraft würde nicht reichen. Perfekt. Und sobald ich die Aufnahme starte, ist das Stream Deck wieder am Rum. Okay, ich kümmere mich gleich. Ich kümmere mich gleich drum. So, nun. Natürlich geht er auf die Antikraft. Bitte gib ihm keinen Omni-Boost. Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt killt der Flammensturm. Ah, meine ganze Strategie ist wieder am Arsch. Na gut, dann muss ich Gengar leider an der Stelle sacken. Ich habe nämlich Gengar nur eine einzige Attacke beigebracht, beziehungsweise zwei.
nämlich Toxin und Bürde. Alle anderen habe ich verlernen lassen. Und auch wenn mein Gengar... Oh mein Gott, nein! Wir überleben mit dem Fokusband, was ich ihm gegeben habe! Oh mein Gott! Okay. Ja, meine Hoffnung war, dass er nicht auf die Antikraft drückt, sondern auf das Erdbeben. Dementsprechend mit dem plus Spätsverteidigungswesen von Gengar hätten wir wahrscheinlich einen Flammensturm überlebt. Aber ja, da der Flammensturm rauskam, beziehungsweise die Antikraft, überleben wir keinen Flammensturm mehr. Außer 10% Chance durch das Fokusband, was ich in letzter Sekunde auf Gengar noch draufgeklatscht habe. Genau in dieser Erwartung. So, okay. Jetzt wird's ein Geduldsspiel. Jetzt muss ich überlegen, zu was geht er auf die Feuerattacke? Geht er auf die Antikraft? So oder so kann ich wahrscheinlich mit Sanchez reinkommen. So oder so kann ich wahrscheinlich mit Sanchez reinkommen. Schauen wir einfach mal. Da kommt die Antikraft. Ja, er fischt jetzt für den Boost. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt muss er allerdings fürs Erdbeben gehen, right? Ja, dann gehen wir zu Quacker. Selbst wenn er für die Feuerattacke geht, resistieren wir die. Okay, da kommt das Erdbeben. Jetzt kommt auf jeden Fall der Steinmove. Ja, und Gott sei Dank war Marlon klug genug, auf das Toxin zu drücken und nicht auf Bürde. Okay. Gut, dann kommt jetzt nämlich die Antikraft. Wir wechseln zu Echnatoll. Ich habe meine dicksten Pokémon mitgenommen, die ich in der Box habe. Oh mein Gott, Alter, der Schaden ist trotzdem halt wirklich krass, ne? Okay, jetzt muss ich überlegen, er geht auf die Feuerattacke, right? Oder auf das Erdbeben, er geht nicht auf die Antikraft. Und beides tanken wir mit Quacker. Yes, da kommt der Flammensturm. Oh mein Gott. Ich dachte erst, by the way, dass Gengar verbrannt würde. Deswegen habe ich Nein geschrien. Aber es war tatsächlich das Fokusband. Und wir outspielen mit Quacker. Ich wollte gerade gucken, ob ich irgendwie eine Prio habe und habe vergessen, dass Marlon für uns angreift. Oh mein Gott, zum Glück outspeedet Quacker. Du geile Sau. Okay, okay. Ja, gut so. Sonst wäre das wieder irgendein dummer Switch geworden, ne? Das Groudon versank in der Lava und fiel erneut in einen tiefen Schlummer. Puh, wir haben überlebt. Irgendwie. Rabigator, zerstör die Felsen. Benutze Zertrümmerer. Ich danke dir für deine Hilfe, Sefi. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Hier, ich nehme an, du willst deine Pokémon zurück. Wie wär's, wenn du... Nein. Wenn ich es mir recht überlege, ist es keine gute Idee. Hör zu, ich bin dir dankbar für deine Hilfe, ehrlich. Aber diese nächste Aufgabe muss ich alleine bewältigen. Jetzt muss ich mir selbst Hilfe sichern, um die neue Basis von Lux Calamitatis zu finden. Wenn du mir zu unserer Basis in Frostheim folgen würdest, würde Seth niemals zustimmen, mir zu helfen. Also bitte, Sefi, halte dich von unserer Basis fern. Eines Helden Reise. Digga, was ein unglaublich wilder Fight gegen Groudon. Gott, Digga, die Damn. Freunde, das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, die Strategie hat euch irgendwie gemundet. Ich habe mir da dick was einfallen lassen. Und auch wenn nicht alles so gekommen ist, wie ich gehofft habe, hatten wir nochmal Glück im Unglück und konnten Groudon besiegen. Lasst einen Daumen da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr keinen Bock habt, auf die Folgen zu warten. Ist ja verständlich, ne? Dann checkt die anderen Nuzlocks aus, Freunde. Was soll ich euch sagen? Wir haben über 30 Stück auf dem Kanal. Alle fire as fuck. Wir sehen uns. Peace.